Ahoi, hoi. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit der Vor mit der mit der mit der, mit der Erweiterungsmod Die Rückkehr in der Version 2.0. So, wir gehen noch mal hier unten gucken, ob da noch irgendwelche Austern rumliegen. Wenn nicht, ja, was heißt wenn nicht? Das Problem ist tatsächlich, wir brauchen den Scheiß ja. Hä? Ja, am anderen Strand lagen ja auch keine Muscheln weiter rum, oder? Hier bei dem Schiff. So, was machen wir heute? Wollen wir unser Glück nochmal bei Xardas versuchen? Warte mal, wer wohnt denn hier? Wer bist du denn? Fischer. Nee. Was ich aber mal wissen wollte, was ist das hier hinten für eine Hütte? Die habe ich ja vom Schiff aus schon gesehen. So, ja, hüpf mal hier drüber. Mann, 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 Mann. Wieso stellt man sich die Hütte hier hinter die ganzen Kisten? Na, was denn nun hier? Na! Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, wer wohnt hier? Na? Ui, guck mal hier. Wer auch immer hier wohnt, der hat jetzt kein Brot mehr, der hat keinen Schnaps mehr, der hat sogar einen Schinken weniger und natürlich auch einen Käse überlässt er mir. Bier. Bier, wer auch immer das ist, der verziert sich hier in die dämlichste Ecke. Ist trotzdem nicht sicher vor meinen langen Fingern. So. Was hast du hier stehen? Buchkum. Interessant. Jo, Jagd und Beute. 50 Erfahrung, Rhetorik. Stimmt, ich muss ja auch Intelligenz lernen. Hier für Magie. Deswegen wäre es wirklich, wirklich schön, wenn der Xardas uns jetzt mal helfen würde hier und ansagen würde, was wir zu tun und zu lassen haben. Um vorwärts zu kommen dort. Warte mal, jetzt schon mal eine, jetzt schon mal eine Hornmuschel. Die machen wir gleich mal auf. So, haben wir die Muschel. Hier, mach auf. Austernfleisch erhalten. So. Schildkrötenfleisch. Warum wollt ihr mich verarschen? Ich hatte 5 Austernfleisch. Wieso? Ich habe jetzt eins aufgemacht. Wo ist das ganze Austern oder Fleisch oder habe ich die noch nicht aufgemacht? Moment mal. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Oh. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los hier? Was jetzt? Wo ist der Rest? Ja. Hornmuschel. Oh. Gut, da dürften wir jetzt 6 haben. Genau. Was brauchst du? So. Wieso 5? Ich habe 5 Muscheln aufgemacht. Oder was war. Ach nee, war nicht in einem der Ring drin oder was das war? Ich hatte doch letztes Mal auch 5. Warte mal, leck mich doch am Arsch hier. Das will ich jetzt wissen. Wir haben doch letztes Mal schon 5 gehabt. Jetzt haben wir eine aufgehoben, die aufgemacht. War das überhaupt Austernfleisch drin? Wenn im Prinzip was mir scheißegal wegen ein oder weniger, aber es geht hier um eine Quest, die ich tatsächlich brauche. Nö. Hornmuschel. 4, 1. 2. Das müsste ich 4 haben. So.
Oder war in der Muschel da keins drin? Austernfleisch erhalten. Jetzt habe ich 5. So. Jetzt gehe ich diese. Oder gibt es auch Muscheln, die leer sind, wo gar nichts drin ist? Ach Quatsch, die lag hier unten. Wo lag das Ding? Die lag doch hier irgendwo rum. Hornmuschel. So, speichern. Wir machen, So. Wo haben wir das Ding? Hornmuschel hier unten. Austernfleisch erhalten. Jetzt müsste ich 6 haben. 6. Genau so. Alter, ist das ein Theater. Ich bestehe auf mein Austernfleisch. Ich dachte, wie gesagt, wirklich, dass diese Dinger hier, wenn sie hier rumliegen, direkt aus als Auster angezeigt werden. 7. Austernfleisch erhalten. Müssten wir 7 haben, genau. Noch mehr hier? Das Problem ist hinten am Ende von dem Strand hier mit dem Fisch. Schiff. Da ist ja ein Varan. Der beißt mich tot. Wir könnten hier unten nochmal gucken gehen. Soweit wie wir hier kommen. So, Fisch. Direkt unten am Strand sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Weiß nicht, wie ich das richtig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist auch schon. Fisch. Was ist das eigentlich? Das sieht aus, als würde ein Haus aus dem Wasser rausgucken. Auster 2. Ja. Ja. Dieser blöde Varan hier hinten, der kotzt mir ehrlich an. Ich würde mal was probieren wollen. Wie viel habe ich davon noch? 2? Kommt er mir jetzt hinterher geschissen? Keine Ahnung. Wir saufen mal einmal Mana in uns rein. Jo. Eintrag Monster hinzugefügt. Ey! So. Fisch, 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 Fisch. So, ich brauche aber keinen Fisch, ich brauche Muscheln. Ja, was war hier noch? Lagerfeuer. Fischsuppe. Piratensäbel. Kann ich denn? Hier, wo beginnt. Ich habe kein Fleisch eingesammelt. Muschel. Dort hinten bewegt sich irgendwas. Sieht nach Kröte aus. So, machen wir gleich mal auf hier. Müssten wir jetzt 8 haben, Austernfleisch erhalten. 8, genau. So. So, liegt noch eine Hornmuschel. Hornmuschel. Die machen wir so gleich auf. Wo ist die? Hier.
Austerfleisch erhalten. Haben wir jetzt 9, da brauchen wir nur noch eine. No. Ich sehe schon, komm, der will nicht das Fleisch selber haben, der will die Muscheln haben. Feldknöterich. Ja, aber ich sehe momentan keine Muscheln mehr. Das ist gerade scheiße. So. Nee. Also das Scheiße ist richtig zum Kotzen. Ist hier unten vielleicht irgendwo im halben Wasser noch was rum? Wo kriege ich jetzt noch eine Muschel her? Eine. Ich brauche doch nur noch eine. Hier vielleicht in einem Boot drin? Das Problem ist, dieses Häuschen hier. Da habe ich jetzt Angst, wegen dem Schwimmen wieder zu verrecken. Muschel, hier, hier. Komm schon, mach auf. Bitte lass da auch. Jo. Da hätten wir 10. Genau. Damit gehen wir jetzt zum Halvor zurück. Ich wette, da braucht die Muschel direkt und nicht das Fleisch. So. Wo sind denn wir? Komm, laufen wir ein bisschen schneller. Ich muss mir mal bei Gelegenheit, muss ich mir mal die ganzen Zahlenkombinationen hier, die hat ja auf dem Nummernblock. Hat man ja bestimmte Sachen liegen. Das muss ich mir mal rausschreiben hier. Jo, wir speichern uns das nochmal hier auf, hier, das da. Jo. Halvor. Guck mal. Hier deine Austern. Jo. Danke, hier dein Geld. Jo. Jo. Delikatessen für Halvor. Ist das jetzt warte mal, wir können ja mal die warte. Der Weg nach oben. Ach, geh da mal hier rüber. Alter, geh hier rüber, Mann, was ist denn das? Der Weg nach oben, wo war das? Der Weg nach oben war hier. Ich brauche ja einen Rufraum. Hanna kann mir bauen. Ja, warte mal. Halvor hatten wir jetzt gemacht gehabt. Hafenviertel um. Also ich sollte mit Karl haben wir. Karl haben wir. So. Halvor gehe ich einfach mal aus, dass wir den jetzt auch hier auf unserer Seite haben. So. Dann hatten wir noch Cardiff. Ich denke mal, das war die Sache dort mit Mo. So, Cardiff. Lehmer. Was wollte der Lehmer von uns? Gucken wir gleich mal rein. Edda, die wollte, dass wir diese. Edda und Garvel. Der wollte das Werkzeug haben, genau. Ibrahim. Ibrahim. Den hatten wir noch nicht gegeben. Doch. Nee, doch, das hatten wir ihm gegeben, das Tintenfässchen, oder? Warte mal. Erlege Tinte für Brahim. Brahim haben wir. So. Für Garvel brauchten wir das Werkzeug. Für Edda. Ja, wo war die Statue? Für Lehmer. Was sollten wir für Lehmer machen? Geh doch mal hier rüber, Mensch, verdammt doch mal. Information für Garvel, das ist ja das Übliche, was man kennt aus Gothic 2 mit den Informationen. So,
Die vermissten Gabels Werkzeuge, ja, ist klar. Ja, wo sind die vermissten Leute? Was sollten wir für den Ärger mit der Miliz? Farim, ach so. Ja, da müssen wir wissen, wo dieser Martin hier ist. Er das Statue. Weiß ich nicht. Lehmer Schuldner. Lehmer möchte, dass ich einen ehemaligen Kunden finde. Ja. Ich hasse so Quests, die so scheiße, schlecht sind hier, dass sie keine Informationen weitergeben. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ja. Mit Mo müssen wir abrechnen. Wie sollen wir Mo besiegen? Magie würde ich sagen. Schloss knacken. Feuerball, da haben wir nur noch einen. Müssen wir einen Feuerball nehmen? Dann verbrennt uns der Kerl und ist tot. Oh, wir können das ja mal auf die 5 legen hier. Was brauchst du? Halt doch mal den Schnabel. Mana plus 5. Blauflieder. Feuernessel. So. Khalif hat sich über dich beschwert. Echt? Und was sagt er so? Er sagt, dass du ständig Leute erpresst, die in seine Taverne kommen. Und das wirkt sich natürlich sehr schlecht auf seinen Geldbeutel aus. Die Leute fürchten sich davor, hierher zu kommen. Na und? Was geht mich das an? Und überhaupt, ich sag dir, jeder was verdient brauchst du? Seine Brötchen so gut wie er kann. Dann verdiene dir deine Brötchen woanders. Ansonsten muss ich dir eine Lektion in guten Manieren beibringen. Was? Willst du mir auch noch drohen? Na warte, du Rotzlöffel. Ich werde dir zeigen, wie es ist, sich mit mir anzulegen. Ja, schon klar. Geh bloß weg mit deiner Magie. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Jetzt geht's zur Sache. Nein. Ja, durch gut. Oh, das ist... Das ist mit dieser Blockerei. Ich hasse diesen Scheiß. Ich sag, mit dem Feuerball ist er komplett tot dann gleich, oder? Wir probieren jetzt mal den Feuerball aus. Wir probieren es einfach mal. Jetzt, ich will schließlich Magier werden. Also muss ich hier mit Magie kämpfen. Ich sag dir, was brauchst du? So. Ja, mit was brauchst du, geht mir langsam auf die Eier, aber so richtig. So. Wo ist denn jetzt hier mein Feuerball? Der hier. Nummer 6. Na, warte mal, wir machen, dass wir schnell Kehrtwende machen können hier. Khalif hat... Und dann verdiene die... Ansonsten... Na, warte. Geh bloß weg mit deiner Magie. Weg mit der Magie. Alter, was der mir gibt? Halt die Schnauze! Der hat gesessen. Jo! Trinkt mal einen Heiltrank.
Jo, den hätten wir. Jo. Abrechnung mit Mo. Wo ist die Waffe? Der hat doch eine Waffe gehabt, oder? Das kann ich nicht. Piratensäbel. Haben wir das jetzt von dem gekriegt? Das wäre was für den Skip. Reden wir noch. Nee. Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Uje. Na, was ist? Hast du genug? Oder möchtest du noch eine Tracht Prügel? Schon gut, schon gut. Reg dich bloß nicht so auf, Kollege. Ich habe verstanden. Wenn dir das wirklich so wichtig ist, werde ich mir eben ein anderes Plätzchen suchen. Nur schlag mich bitte nicht. Na bitte. Und jetzt verschwinde von hier und lass dich hier ja nie wieder blicken. Hast du verstanden? Okay, okay. Ich gehe ja schon. Ja, wer ist jetzt hier der absolute Oberbacker, ey? Glaubst du wirklich? Ohne meinen Feuerball wäre ich verloren. ja. Warte mal. Guck mal hier. Wegen diesem Typen. Ja? Gibt's was Neues? Also, ich habe mit ihm Klartext geredet und er hat mir versprochen, in Zukunft die Finger von deinen Kunden zu lassen. Na, das sind doch ausgezeichnete Neuigkeiten, mein Freund. Somit habe ich also eine Sorge weniger. Jo. Um ehrlich zu sein, hätte ich dir das gar nicht zugetraut. Ne. Also, haben dich meine Fähigkeiten überzeugt? Mehr als das. Ich glaube, dass mir deine Dienste sehr nützlich sein werden. Heißt das also, dass du mich einstellst? Davon kannst du ausgehen. Einstellen? Lass uns für den Anfang die Bedingungen deiner Arbeit klarstellen. Wie viel möchtest du als Bezahlung bekommen? Genug. Keine Ahnung. Wie viel kannst du denn zahlen? Oh. Ich denke, dass 20 Goldmünzen pro Tag genügen sollten. Kein schlechter Lohn. Das finde ich auch. Also, abgemacht. Gut, abgemacht. Was soll ich machen? Wunderbar. Und jetzt zu den anderen Dingen. Ich verstehe natürlich, dass den ganzen Tag in der Taverne rumzuhocken nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Aber das fordere ich auch nicht. Lass dich nur von Zeit zu Zeit bei mir blicken. Vielleicht habe ich dann kleinere Aufgaben für dich. Das wäre im Grunde schon alles. Und noch etwas. Nimm deinen Anteil für den heutigen Tag mit. Jo. Du hast es dir ehrlich verdient, jo, als du die Sache mit Mö geklärt hast. Mö. Danke. Nichts zu danken, Kollege. Und jetzt entschuldige mich. Ich habe zu tun. Über alles Weitere reden wir später. Ach, klar. Aber sicher doch. Okay. Mission der Erpresser erledigt. Jawohl, ja. So, Gourmet-Essen. Oh, speichern wir mal hier. Ha. Mo besiegt. So. Wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Du hast heute bereits deinen Anteil erhalten. Verblüfft. Ach ja, entschuldige, hab ich vergessen. Ja, hab ich vergessen. Gib mir was zu trinken. Hast du Wein? Nee, was brauchten wir? Ich hab das ja aufgeschrieben. Wir haben noch Schinken haben wir doch eingesammelt, oder? Wir waren nicht in der Hütte jetzt hinten drin nochmal, oder? Alter. Fischsuppe. Schnaps. Brauchst du etwas? Ich brauche mehr rohes Fleisch. Es kommen immer mehr Gäste wegen meinem Spezialgrillfleisch. Wenn du mir täglich 20 Stück bringst, gebe ich dir sogar 100 Goldmünzen dafür. Abgemacht. Lass uns spielen. Nee, komm. Wir gehen jetzt nochmal in die Hütte hinten und holen uns den Schinken, oder? Schlimme Zeiten sind das. Wir können dann auch mal zu Pablo gehen.
und fragen, wie unser Ruf hier, weil wir müssten jetzt Brahim, Halvor, Lehmer, das war mit dem Schuldner hier, mit dem Lehmer. Ja, das ist wie gesagt die Frage, wer ist das? Ohne Namen, da komme ich nicht weit. Ich weiß, das ist ja meine Aufgabe, das rauszufinden, ist richtig. Aber was steht denn da hinten für eine Burg? So geradeaus, genau über dem Kopf. Was ist das? Keine Ahnung. Gucken wir uns auch noch an. Aber nicht heute. Und nicht in den nächsten Folgen. Also in den nächsten Folgen sind wir hier so richtig klassisch Corinus-technisch hier erstmal in der Stadt unterwegs. Jo. Ja. Ja, und hups. Gehen wir hier rüber. Ja. Lass mich raten, jetzt ist ja der Bewohner hier da, oder? Nö. Sessel. Stimmt, wir hatten ja letzte Folge das Problem hier mit den Austern, dass die mich um meine Austern bescheißen wollten. Das wollte ich nicht zulassen. So, Käse, Schnaps. So, jetzt habe ich auch den Schinken wieder, den wir hier brauchen. Nö. Interessant. Kann ich schon mal abhaken hier. Schinken habe ich. Jetzt brauche ich bloß auch Honig und Weintrauben. Muss ich mal zu einem Gourmet-Händler gehen. Hüpfer hier rüber, komm. Jo, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt wirst du wieder verrecken, weil du keine Ausdauer mehr hast zum Schwimmen. So. Wie gesagt, das mit dem Schuldner dort, das Werkzeug kriegt man irgendwo wahrscheinlich zusammen, denke ich mal. Wo auch, von wo auch immer. Au, oh, scheiße, jetzt bin ich mit dem Hand hier dran gekommen. Was ist denn das? Entschuldigung. Dankeschön. Oh, wir gehen mal zum Pablo. Oder suchen wir erstmal hier den Typen da. Nur Innos entscheidet über Recht und Unrecht. Ja. Du und dein Innos. So. Schuldner. Ist dieser Schuldner vielleicht hier in der roten Bumsjule? So. Was? Bromo? Nee. Borka. Und oben sind bloß Edida? Nee. Hier in den Puff, da werden wir uns auch nochmal vergnügen gehen, aber nicht jetzt. Nö. Hey, du. Achso, ja, warte. Welche denn? Leider keine guten. Der Kerl, der seit einiger Zeit auf Lobarts Hof arbeitet, ist offenbar nicht der Snipes, nach dem wir suchen. Es scheint, dass wir uns geirrt haben. Tja, das ist wirklich keine gute Neuigkeit. Was sollen wir denn nun tun? Was? Wir müssen weiter nach deinem zweiten Kumpel Aleph suchen. Die Frage ist aber, wo man nach ihm suchen soll. Ich denke, ich werde einen Abstecher ins Minental machen. Vielleicht werde ich dort doch fündig. Ja, uns bleibt ja anscheinend nichts anderes übrig. Gut, halte mich aber auf dem Laufenden. Wenn sich was Neues ergibt, sage ich dir Bescheid. Jo! Ah, komm. Nagor. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay? Quasi. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Alles klar, du bist der Boss. Gut. Dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Mach ich nämlich noch nicht mit. Ich bild mir ein, der gibt mir hier Zeit, der drückt mir einen Zeitstempel auf, deswegen. Bild ich mir gerade ein. Oh. Ich erzähl. Meldo. Hey.
der erzähle ich gar nichts mehr. Wir gehen mal zum Pablo. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jo. Damit hoffe ich, das Ganze heute hier hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Und habt bitte, bitte habt einen schönen Feierabend. Dankeschön. Ciao.